Hey Leute, Echo hier, willkommen auf meinem Kanal Echo LP und herzlich willkommen zurück zu 4 Mission Perseus. Mein Name ist Echo, ja, das habe ich eben schon gesagt, du bist so super vorbereitet. Oh, hätte ich gesagt, sollte mal den Timer vielleicht neu stellen. So, starten, danke. Ja, wir haben in der letzten Folge den übelsten Endboss besiegt, also, naja, eher so ein Mini-Ultra-Überboss. Also halt so ein Mech, ne, so ein Big Mech. Haben wir geplättet Potenzial? Warte mal, das ist doch eine Pflanze, oder was? Hier oben, guck mal, die ist hier oben grün, hier unten braun. Wie kann die denn da, oder wird die gerade rausgeruppt? Die wird gerade rausgeruppt, oder? Also rausgezogen. Oh. Sie haben eine neue Nachricht. Hier, Brett. Stellen Sie ein Team zusammen. Wir müssen die Quelle beseitigen. Ende der Nachrichten. Brett Pitt, warst du es? Hier ist nichts. Schade, dass man hier Spinte wohl hier oder was. Schade, dass man die nicht aufmachen kann. Der Rotz ist immer noch bei mir. Der Kaffee ist noch warm. Und hier ist zu. Wo zum Geier muss ich hin? Das habe ich schon beim letzten Mal so ein bisschen rumgerätselt. Warte mal, sind wir von hier jetzt? Nee, hier müssen wir runter. Okay. Sieht zumindest so aus. Oh, Medikits. Und Waffen? Hallo? Waffen? Keine Waffen. Dann halt nicht, ne? Oh. Sieht ein wenig ungesund aus. Da drin erst recht. Da ist wieder sowas, so ein Leppitoppi. Die Toten bleiben tot. Was war denn das jetzt? Und wenn ich mich jetzt rumdrehe... Nichts. Wie kann der eigentlich nach hinten strahlen, der Laptop? Wie geht denn das? Verstehe ich nicht. Die Toten bleiben tot. Ja, das ist mir auch... Klar, hier kommt man nicht rein. Okay. Die Toten bleiben tot. Ah, cooles Bild eigentlich. Und was ist das, ein Wald? Ich glaube ja. Hier erwartet mich doch wieder irgendetwas. Auf meiner Reise. Oh, hier ist eine... Oh, das Spiel hat mich gerade sowas von verarscht. Ich dachte jetzt hier, dieses Blaue wäre jetzt hier für die Gesundheit, dass die Gesundheit sich erhöht. Sie haben eine neue Nachricht. Hey, hier Davis. Ein hohes Konzerntier hat eben angerufen und uns befohlen, etwas zu vernichten, das die Quelle heißt. Sagt Ihnen das etwas? Ende der Nachrichten. Die Quelle. Okay, das sagt mir jetzt persönlich eigentlich nichts. Muss ich geschlafen haben? Es ist auch manchmal eigentlich schon cool und interessant, dass man einfach in irgendwelche Räume reingehen kann und hier ist gar nichts. Meistens werden sie aufregen, ja, wenn man hier reingehen kann. Was, da gibt es nichts, was soll ich denn da? So ein Scheiß. Ja, ich meine mal, das ist halt wie ein wahren Leben. Es ist nicht in jeder Ecke liegt irgendwas Schönes, ne? Irgend so ein Sonderbonbon oder sowas. Womit du aufleveln könntest, ne? Wer versteht's? Wer versteht's? Sonderbonbon aufleveln und weiterentwickeln und weiß schon, ne? Da ist eine Weste drin, ne? Kanye West. Hui. Und ein Medikit. Geil. Colonel Geil. Von Street Fighter. Street. Sind wir sicher, was diese zweite Anlage angeht? Positiv. Wir haben es mit dem GIS erfasst. Schicken Sie sofort ein Team hin. Der Senator will, dass ich die Quelle persönlich hole. Ja, Mr. Morrison, ich erinnere mich an Ihre Bitte. Legen Sie sich nicht mit mir an. Da schießt ein Rücken. Bäm. Huch. Wenn wir die Daten entschlüsselt haben, eliminiert ihn. War klar. Du kleine Drecksau, dich erwische ich auch noch. Toll. Wir hätten hier bestimmt nicht durchballern können. Und die hätten das auch gar... Ja. Die hätten das bestimmt auch nicht gehört, wenn ich jetzt hier geklopft hätte und geschossen hätte und sowas. Nee. Okay, hier ist hoher Magnetismus. Ich
Guck mal, hier ist die Schrotflinte. Das hier war der Raketenwerfer, ne? Ja, 15 Schuss habe ich hier drin. Das ist toll. Oh. Hier, oh, eine Granate. Zwei sogar. Geil. Haben wir wieder vier. Ich glaube, das ist jetzt das Maximum, ne? Waren es vier oder fünf? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe hier so ein super Gedächtnis, ey. Wer bin ich eigentlich? Sie haben eine neue Nachricht. Hier, Brad. Ich will eines gleich mal klarstellen. Mit der Quelle spielt man nicht. Lassen Sie mich das machen. Und Sie tun so, als hätten Sie die Nachricht nie bekommen. Ende der Könnte schwierig werden, wenn die auf den Anrufbeantworter drauf liegt, hm? Es war wieder Brad Pitt, unser aller Liebling. Wir legen jetzt hier auf einmal Pistolen herum. Gehen die davon aus, dass man so viel mit Munition dass man so viel Munition verschwendet hat? So rum? Gut, langsam ergibt das alles etwas. Ja. Oh. Was? Ich bin im Firmenarchiv. ATC hat ein Projekt namens Origin an einem geheimen Ort in Oberon laufen. Aber es kommt noch besser. Es gab ein weiteres Geheimprojekt. Eine unterirdische Klonanlage. Lage? Auf der Insel draußen im Hafen. Sie drei müssen zuerst dort klar Schiff machen, ehe wir zu dieser Insel können. Ich verwette meinen kümmerlichen Gehaltscheck, dass die dahin als nächstes gehen. Mhm. Vor allem, es ist ja toll, dass wir hier zu dritt sind, aber unser Charakter sagt nie etwas. Der gibt doch nie wirklich ein Zeichen von sich, außer dass sie vielleicht mal das Signal entdecken, falls er mal, was er vielleicht permanent aussendet, damit man halt weiß, okay, er ist da. Aber wir sagen nie etwas. Und das finde ich, bei manchen Spielen finde ich das schon ein bisschen komisch, muss ich ja mal sagen. Das ist wie mit Link. Der sagt nie etwas. Aber jeder weiß, was er will. Na gut, Link gibt wenigstens noch Geräusche von sich. Der sieht tot aus. Jo, alles in Ordnung? Kumpel. Ich glaube nicht. Kaktusse. Da. Oh. Da hat jemand geballert. Geballackt. Da sitzt einer auf dem Stuhl. Recht tödlich. Ein Atz-Agent. Was ist denn das da oben? Ich dachte, das war ein Schlüssel oder so etwas. Das sah so aus. November? Nee, nicht ganz. Wir haben Mai. Aha. Wir haben einen der Gegner identifiziert. Ein gewisser Kevin Morrison. Ich will, dass er in Gewahrsam genommen wird. Das heißt, ich will ihn nicht. Ich will kein zweites Amarillo erleben. Amarillo? Heißt das nicht Amaretto? Oder Ramazzotti? Helf mir! Ah! Scheiße. Ja, Sir. Okay. Wir haben. Fein, er schießt den, überprüft das. Hm. Was ist das hier unten eigentlich, eine Kältekammer? Also. Stehen hier Server oder so etwas? Oder leicht verderbliche Ware? Das sieht ungesund aus. Und eine Rüstung, das ist gut. Und eine Mine, die ich noch nie in meinem gesamten Leben, also in dem Spiel auch, eingesetzt habe. Noch nie. So, warte mal, wo sind wir? Ich habe meine Orientierung. Oh, Fußball. Geht das eigentlich? Komm schon. Nee, ich komme nicht ran. Ich bin voll zu doof dazu, ey, was? Davon da sind wir erschienen. Und hier irgendwo muss es doch weitergehen. Hier waren wir eben. Ach ja, guck mal. Google mal. Alter, es gibt wieder übelst viele Health Packs. Oh, ist alles voll. Okay. Die Daten werden jetzt hochgeladen. Juhu. Die Quelle ist Paxton Fettel. Offenbar ist er der primäre Replikant.
Homelander, aber mein fettes DNS hier ist. Was ist dann auf der Insel? Alma, vielleicht? Ja, das weiß man noch nicht so genau. Und, oh, Muni. Hab mich verschluckt. War das Alma auf der Insel? Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott. Wie gruselig. Okay, jetzt hab ich mich ein bisschen erschrocken. Ey, wie viel halten die bitte aus? Das ist doch nicht normal. Ich geh nochmal zurück. Auf. 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 Ich lag nämlich Rüstung. So. Huch. Springen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Diese Schweinehunde, die halten übelst viel aus. Schweinehund. Kommt noch jemand. Toll. Hier, friss. Alter, was macht der für... Alter. Na, komm schon. Lass mich doch mal in Ruhe. Boah. Das war knapp. So ein bisschen, jedenfalls. Alter Finne. Hätte aber schon vorhin noch rechtzeitig reagiert, Mann. Oh. Ich würde sagen, wir müssen bestimmt runter, aber ja, hat sich damit auch bestätigt. Ein bisschen Rüstung. Also würden irgendwie so 3, 4 auf einmal von denen jetzt hier erscheinen, hättest du null Chance. Wenn die dann auch noch gleichzeitig angreifen würden. Ach guck mal, so ganz unauffällig. Signalfackel, wir müssen hier rein. Schwapp, 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 schwapp. Also wirklich gruselig ist Mission Perseus ja nicht so wirklich, ne? Oder? Oder was meint ihr? Oder du, speziell du. Ich rede mit dir. Hallo. Ja, hallo. Oh oh. Alter. Glück gehabt. Ah, es gibt jetzt wieder diese Waffen, toll. Na komm, wechseln wir mal. Ach ja. Also. Achso, Waschmaschine mal wieder schleudert. Waschmaschine mal wieder schleudert. Ja. Aber diesmal wird das jetzt aber kein Jahr dauern, bis ich die Wäsche aufgegangen habe und beziehungsweise, dass sie getrocknet ist. Nein, diesmal wird es nicht so lange. Diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Neues über Morrison. Er ist ein Ex-NSA-Agent, ziemlich wilder Typ. Vor einiger Zeit musste er wegen eines Skandals abtreten. Seither kümmert er sich um die schmutzige Wäsche der Reichen und Mächtigen auf Capitol Hill. Der Reichen und Schönen. Warte mal, kann man... Okay. Ich glaube, man muss sogar dort lang. Ah, da ist er doch. Ich denke mal, hier kommen wir bestimmt nicht rein, weil hier zu ist. Ja, so, klar. Da steht er. Na, wir sind ja lebend. Commander, ich brauche Hilfe. Commander Shepard. Mir egal, wie Sie das anstellen. Holen Sie mich hier raus. Toll. Kann ich hier irgendwas? Nö. Jetzt soll ich... Ja. Jetzt soll ich auch noch hinterherrennen oder wie? Speichert? Toll. Wie dumm. Nix da, komm schon. Na, ich geh doch mal kaputt, Alter. Junge. Jetzt rennen wir den ganzen Weg wieder. Toll. Den ganzen Weg rennen wir jetzt wieder zurück. Das ist ja ein Traum. Wenn jetzt noch einer von unten hier kommt, also jetzt hier auf dem Weg, ne? Das wäre jetzt doof. Heilen.
Der macht Yoga-Übungen. Joghurt. Commander, wo sind Sie, Gottverdammt? Ja, dich wird keiner retten, mein Freund. Was soll das bedeuten? Die Situation spitzt sich zu. Ja, ich hab gebockt, deinen fetten Arsch zu retten. Haben wir hier noch... Hier, guck mal, siehst du? Haben wir doch noch ein bisschen was aufgehoben. So. Schnell speichern, Effekt. Ich weiß nicht, ist das hier... Auf 8 Uhr. Jo. Ich weiß ja nicht, wie deine Zeit ist. Oh nö, das ist schon der andere zum Scheiß... Wieso ruckelt das gerade so? Hier, guck mal. Achtung. Granate! So. Nummer 1. Oh, das kommt schon. Bam, Single. Es ist ja schon irgendwie cool, dass sie danach trotzdem noch rumballern. Und rein theoretisch könnte es sogar so weit kommen, man ballert die um, die sind tot, die schießen aber noch und erwischen dich dabei. Ja, wenn du denn noch stirbst, das ist dann ärgerlich. Das ist den ganzen so ärgerlich. Sehr ärgerlich. Mhm. Das ist ja schön, dass die Maschinerie hier runterkommt. Huch. Wieso hat das Ding auf einmal so einen Sprung gemacht? Ja, komm, mach auf. Ach so, das war ja... Das war sehr schlau. Senator, die Situation gerät außer Kontrolle. Sie müssen dem ein Ende machen, und zwar schnell. Senatorin Amidala? Ja, natürlich muss ich jetzt hier... In welchem sind wir eigentlich? Ah. In dem, wo der Ladebildschirm kommt. Alles klar. Situation für... Achso. Intervall 03 Verhaftung. Die Plaza-Jagd. Situation. 4 Einsatzagenten sind auf einen gewissen Gavin Morrison gestoßen. Einen Agenten, der anscheinend für die Söldnerstreitkräfte arbeitet. Er konnte sich der Festnahme entziehen und ist auf der Flucht aus der Anlage. In seinem Besitz befindet sich wichtiges Forschungsmaterial. Es könnte sich dabei um von Paxton Vettel für das Perseus-Projekt gesammelte Genproben handeln. Mission. Finden Sie Gavin Morrison und nehmen Sie ihn fest. Sichern Sie sich die gestohlenen Gendaten. Ja, komm. Ja, ja. Huch, was war denn das gerade? Wie, warte mal, ich kann das Ding mitnehmen. Jawoll, ja. Geilomatico. Aber auf der anderen Seite ist das, wenn ich sowas hier mitnehmen kann, was macht der Hubschrauber hier überhaupt? Wenn ich... Muss ich hier nicht durch? Hä? Oh. Okay. Nein, nicht du hier. Genau. Warte mal, sind das jetzt... Das sind jetzt Replikanten? Oder sind das jetzt die komischen... Die Replikanten scheinen eingeschlafen zu sein. Sie bewegen sich nicht mehr. Das würde bedeuten, Paxton Vettel wurde eliminiert. Ah. Wir sind der Lösung ziemlich nah. Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Das haben wir doch im ersten Teil, haben wir das doch gemacht. Paxton Vettel ist... Das ist echt jetzt die Stelle, wo Paxton Vettel tot ist? Also die Zeitausdehnung, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Hm. Findet den Dreckskerl. Ja, natürlich. Alter. Warte mal. Da. Und vor allem, den hat's nicht zerdeppert, ey. Oh! Wilhelm Schrei? Naja, fast. Die Texturen sehen ja hier komisch aus. Was ist das denn? Guck mal, hier liegen schon ein paar tote Replikanten. Komm, weil wir es können. Ist hier noch irgendwas Schönes, was wir mitnehmen können? Checkpoint, okay, wir müssen also hier lang. Dann gehe ich erst einmal durch diese Türe, die natürlich zu ist. Natürlich. Nach Dürlemont. Irgendwas? Jawohl. Eine schöne Weste. Medikit können wir nicht mitnehmen.
Und mal wieder was für die Reflexe. So, Reflexe dauerhaft erhöht. Autorisiertes Personal only. Also nur Autorisiertes. Genau. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr, wie spät es ist. Jawohl, ich würde sagen, wir machen hier ein Päuslein und wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Fear Mission Perseus. Dann sage ich mal haut rein, fahrt euch bis auf ein Auto. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüssi.